Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einem neuen BZ-Talk. Heute zum Thema Seenotrettung. Das Mittelmeer gilt als die gefährlichste Fluchtroute der Welt. 441 Menschen sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen allein in den letzten 3 Monaten dieses Jahres im Mittelmeer ertrunken. Das sind so viele wie zuletzt 2017. Was zivile Seenotretterinnen und Seenotretter vor Ort erleben, warum sie dort aktiv sind und was sie sagen, was sich dringend ändern muss, darüber wollen wir heute im BZ-Talk sprechen. Mein Name ist Lisa Petrich, ich bin Redaktionsvolontärin bei der Badischen Zeitung und ich habe heute 2 Gäste zu mir eingeladen, die beide schon in der Seenotrettung aktiv waren. Das ist zum einen Elena Kloppmann. Sie kommt aus Häusern im Hochschwarzwald und war für die Organisation Rescue Ship bei 2 Einsätzen auf dem Mittelmeer dabei. Herzlich willkommen, Frau Kloppmann. Danke, hallo. Und zum anderen ist das Georg Albiez. Er hat als Intensivmediziner am Herzzentrum Bad Krozingen gearbeitet und ist seit der Rente für die Seenotrettung aktiv und hat 2018 auch die Bewegung Seebrücke in Freiburg mitbegründet. Herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Kloppmann, was war das denn für Sie für einen Moment, in dem Sie entschieden haben, dass Sie Seenotretterin werden möchten? Ich glaube, das war bei mir eher so ein längerer Prozess, also so eine Sinnsuche. Ich habe im Studium mich schon sehr viel damit auseinandergesetzt, logischerweise, was ich beruflich in der Zukunft machen möchte. Und habe dann in verschiedenen Praktika immer so ein bisschen vermisst, wirklich akut was am Leid der Menschen zu ändern. Also wirklich was Wichtiges zu tun, was Wertvolles zu tun. Und es gab dann so einen Schlüsselmoment tatsächlich. Da saß ich in einem Praktikum in der UN in New York und dachte, ich hätte jetzt quasi genau das gefunden, wo ich was Sinnvolles tun könnte, und saß aber da irgendwie ein bisschen zu bequem und zu privilegiert in meinem sehr, sehr netten Office und hatte das Gefühl, okay, das kann nicht sein, dass das jetzt wirklich das ist. Und da habe ich mich dann mit der Seenotrettung mehr auseinandergesetzt und habe gemerkt, okay, ich als Person kann da auch ganz akut was tun und das kann eigentlich jeder Mensch was machen und nicht nur Leute, die beruflich Schifffahrt betreiben oder so. Und dann sind Sie bei der Organisation Rescue Ship gelandet. Wie viele Einsätze haben Sie denn da schon gemacht? Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie man es zählt. Es gibt ja auch Einsätze, wo man auf dem Schiff ist, aber dann tatsächlich nicht auslaufen kann. Also wo man entweder festgesetzt ist oder wo man einfach am Schiff Reparaturen machen muss. Einsätze, die geplant waren und die dann so nicht stattfinden können. Von daher sage ich immer 4 Einsätze geplant. 2 Einsätze sind dann tatsächlich auch ausgelaufen und passiert. Mhm. Herr Albiez, Sie waren ja schon auf 4 Missionen unterwegs auf dem Mittelmeer und gleich die erste war sehr einprägsam für Sie mit Mission Lifeline. Was genau haben Sie denn da erlebt? Ja, die Lifeline ist Mitte Juni 2018 ausgelaufen. Wenige Tage davor ist Salvini Innenminister in Italien geworden. Und er hat nach wenigen Tagen seines Amtes hat er die Häfen geschlossen für geflüchtete Menschen, die von NGOs auf dem Meer gerettet werden und an Land gebracht werden sollen. Und die Lifeline war das erste Schiff, das davon betroffen war. Wir hatten also 234 Menschen an Bord, die wir aus 2 Schlauchbooten gerettet hatten. Und wir mussten dann 6 Tage Stand-off, so sagt man in dem Jargon, das heißt, auf dem Meer ausharren, in der Nähe von Malta, ohne Malta zu sehen, und die Menschen ernähren, versorgen, vor allem Seekrankheit zu behandeln, weil der Wind, weil Wind aufkam, die Wellen höher wurden, und konnten dann nach 6 Tagen nach La Valletta, der Hauptstadt Maltas, einlaufen und die Menschen an Land bringen. Was war das denn für ein Gefühl an Bord, wenn man so lange ausharren muss und wahrscheinlich gar nicht weiß, wann es denn weitergeht? Ja, das ist das große Problem. Man muss als Crew, wir waren 17 Leute als Crew, rundum ist man quasi im Einsatz. Es kommt, sie haben Schlafentzug, sie sind so energetisch aufgeladen, müssen sie sein, dass sie das überhaupt durchstehen. Und es war für uns die Ungewissheit, was mit uns passiert. Wir hatten Appelle an den französischen
Präsidenten Macron geschrieben, an die Bundeskanzlerin Angela Merkel, weil auch Ende Juni ein Gipfel in Brüssel war von den Regierungschefs der EU, um eine Lösung zu finden. Also wir hatten auch das Auswärtige Amt eingeschaltet. Wir hatten auch Besuch von Delegationen von Abgeordneten, aber nicht der Regierungsfraktionen, sondern der Linken und der Grünen, die damals nicht Regierungsfraktionen im Bund waren, und auch des Europaparlaments, die uns besucht haben, zum Teil unter dramatischen Bedingungen, weil Seegang war und nächtliche Besuche waren das auch. Sodass wir neben der Versorgung der Menschen auch mit Delegationen von außen, die uns unterstützten, haben natürlich zu tun hatten. Was waren denn für Sie beide sonst noch Erlebnisse, an die Sie sich immer erinnern werden? Darf ich? Ich glaube, also es gibt ganz viele Erlebnisse, die bei einem bleiben, und wahrscheinlich sind es auch immer so erste Rettungen, die ganz intensiv bei einem bleiben oder eben Extremsituationen, in die man gekommen ist. Aber so, was mich immer ganz besonders begleitet, ist, dass diese doch etwas anonyme Masse der Flüchtlinge, über die man immer spricht, bekommt Gesichter und bekommt Geschichten und bekommt so einzelne Identitäten, und das sind Geschichten, die bei einem bleiben. Ich glaube, das hat sich für mich in der Seenotrettung, also im aktiven Einsatz, ganz, ganz extrem verändert und begleitet mich. Also für mich ist das Eindrucksvollste die Dankbarkeit der Menschen. Okay. Und was für Gedanken hat man denn da, wenn man gerade zu einer Rettungsaktion losfährt oder auch wenn man davon dann zurückkommt? Das unterscheidet sich sehr. Also für mich ist es wirklich je nach Fall ganz unterschiedlich. Also man bereitet sich natürlich operativ vor. Man weiß, also vielleicht hat man einen Fall gemeldet bekommen. Auf verschiedene Wege wissen wir ja von verschiedenen Fällen, die entdeckt wurden. Und dann wissen wir, okay, wir haben noch 2 Stunden, bis wir dort sind, oder wir haben 6 Stunden, bis wir dort sind. Oder man findet ganz, ganz spontan einfach ein Boot. Und dann bereitet man sich vor. Manchmal hat man schon erste Informationen. Man weiß, da sind Menschen krank an Bord oder Verletzte an Bord. Und dann wird sich dementsprechend vorbereitet. Und man hat gar nicht so viel Zeit, irgendwie sich mit sich selber zu beschäftigen. Also das ist wirklich, ich persönlich switche da sehr schnell in so ein operatives Denken. Und wir als gesamte Crew haben Lagebesprechungen und jeder weiß genau, was er oder sie zu tun hat, wofür man zuständig ist. Und dann muss das auch laufen so. Ist es bei Ihnen auch so, Herr Albez? Ja, das Stichwort ist schon gefallen, die Crew. Die Bildung der Crews, das ist ganz enorm wichtig. Also ich habe im Gegensatz zu Nadia natürlich größere Crews erlebt, 17, 18 Personen. Ja, wir sind zu siebt. Und okay. Immerhin, ja, das ist ja auch schon eine ordentliche Zahl. Und die Entwicklung, das sind ja Menschen, wir haben eine nautische Crew bei den größeren Schiffen, die professionell das machen, und dann kommen die Volontäre dazu, also die Freiwilligen dazu, und die müssen zusammenarbeiten. Und das ist hochspannend, wie dieser Prozess läuft, und er wird auch hochprofessionell gemanagt. Am professionellsten war das bei Sea-Watch der Fall, meine letzten Mission im Sommer 2021. Da gibt es SOPs, also Standard Operating Procedures, und Diskussionen, Briefings jeden Tag. Es werden alle Themen von Sexismus bis Rassismus behandelt, und natürlich intensives Training auch auf, wie die Rettung abläuft, wie Reanimationen ablaufen, wie die RIPs schnell besetzt werden, wie die Säcke mit den Rettungswesten möglichst schnell in die RIPs kommen, die dann schon mal vorausfahren und die Boote anlaufen. Und das wird alles geübt. Was sind denn RIPs? RIPs, das sind die Schnellboote, in der Regel zwei, die eine Schale unten haben und außen einen aufblasbaren Wulst und in der Regel mit starken Motoren ausgerüstet sind, also mit zwei Außenbordern, sehr starken, und dann sehr schnell sein können. Das steht für Rigid Hull Inflatable Boat. Okay. Also harte Hülle, aber trotzdem noch aufblasbar. Also unten ist es stabil. Und genau, das sind diese Beiboote. Okay. Und wie genau läuft es denn dann bei einer Rettung ab? Also wer sagt einem eigentlich, wo genau man die Menschen auf See findet? Und wie läuft das dann ab? Ja, das hat sich auch 2018 grundsätzlich verändert. Bis 2018, bis Salvini,
waren die NGOs eingebunden in die maritimen Rettungsketten. Also jeder Küstenstaat hat ein maritimes Rettungszentrum. Das italienische ist in Rom angesiedelt, staatlich. Mhm. Und wir hatten am Anfang unserer Mission 2018 noch Aufträge bekommen zur Rettung von Rom. Und das ist mit Salvini hat das geendet, sodass die NGOs heutzutage auf sich selbst gestellt sind und eigene Informationen brauchen. Da gibt es zum Beispiel das Alarmphone. Das ist auch eine NGO, die Tag und Nacht Anrufe entgegennimmt von Ausbooten, von den Menschen dort, weil die Satellitentelefone haben und große Hilfe bietet. Dann gibt es von Sea-Watch ein Aufklärungsflugzeug, ein zweimotoriges, die Seabird. Und auch von den Pilot Volontär, eine Schweizer Organisation, auch eine kleinere Maschine, die Aufklärungsmissionen fliegen, ist natürlich sehr teuer und wird auch sehr stark behindert von Malta und von Italien. Und die dann Informationen weitergeben. Wir bekommen keine Informationen von Frontex, obwohl Frontex mit Drohnen dauernd unterwegs ist und auch mit Aufklärungsmaschinen unterwegs sind. Die werden sofort nach Libyen gegeben. Alle Informationen staatlicherseits, auch von Frontex, gehen nach Libyen. Okay. Tatsächlich, wir hatten im letzten Jahr ein paar Situationen, in denen wir vom Frontex-Flugzeug Informationen bekommen haben. Ausnahmsweise mal. Also da haben wir auch wirklich gestaunt. Aber ich weiß nicht, ob da Libyen irgendwie nicht reagieren konnte. Ich weiß den Hintergrund nicht, aber tatsächlich haben wir auch da ausnahmsweise mal Informationen bekommen. Aber ansonsten läuft das bei uns genau so. Im Moment tatsächlich bei den aktuellen Einsätzen, gerade auf der Tunesien-Route, kriegen wir auch ganz viele Informationen von der italienischen Küstenwache, die da auch einfach, weil sie selber so viele Rettungen haben und nicht noch mehr retten können, dann teilweise auch anfragen, ob wir da aushelfen können bei einer Rettung, die sie selber gerade, weil ihre ganzen Schiffe voll sind, ob wir da mit einspringen können. Und gab es bei Ihnen schon mal die Situation, dass Sie auf dem Boot schon zu viele Leute drauf hatten, also gar nicht zu einer Rettung, die vielleicht noch angestanden hätte, fahren konnten? Also bei uns auf jeden Fall. Wir sind Rescue Ship fährt mit einem kleinen, mit einer Segeljacht raus, 19 Meter Segeljacht. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, aber wenn da nur 7 Betten drauf sind, dann ist das logischerweise sehr, sehr beschränkt, der Raum darauf. Und bei uns gibt es auf jeden Fall Situationen, in denen wir nicht helfen können, einfach weil wir die Kapazitäten nicht mehr haben. Deswegen ist es so wichtig, dass mehrere Schiffe draußen sind. Also jedes Schiff von jeder zivilen Seenotrettungs-NGO ist wirklich wertvoll, da zu haben, weil es gibt einfach, also der Bedarf ist da immer. Mhm. Herr Albiz, Sie waren ja auch an Bord für die medizinische Versorgung zuständig und waren unter anderem auch in Griechenland auf dem Ersatzlager von Moria. Mhm. Was haben Sie denn da erlebt? Ja, ich habe im Oktober nach dem Brand von Moria in dem Ersatzlager an der Küste 4 Wochen Menschen behandelt, in einem kleinen staubigen Zelt. Es war erschreckend für mich, weil die Behandlung, diese Menschen sitzen dort Monate bis Jahre fest, ohne Perspektive. Viele Geflüchtete aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Syrien sind davon betroffen, vornehmlich Menschen aus Afghanistan, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Verhältnisse ja noch nicht so dramatisch waren wie heute. Griechenland macht eine absolute Abschottungspolitik schon seit Jahren. Das hat sich jetzt noch verstärkt im Frühjahr 2020, dass Griechenland auch Pushbacks macht. Das heißt, illegale Rückführungen von Menschen, die bereits gelandet sind, auch auf den Inseln. Die werden in Rettungsflüssen in die türkische Zone gezogen und dann von der türkischen Küstenwache gerettet. Und das ist ein illegales Verhalten von Griechenland, das systematisch erfolgt und auch von der Europäischen Union geduldet wird. Mhm. Das ist das Skandalöse daran. Für mich persönlich, mein Einsatz im Lager war es so, dass ich mit ganz limitierten Mitteln arbeiten konnte. Also zum Beispiel einen Menschen zu einem Facharzt zu schicken, war unmöglich. Oder jemanden ins Krankenhaus zu schicken. Ich habe einen 16-Jährigen behandelt, der einen Schädel-Hirntrauma erlitten hat mit einer Kontusio, einer Hirnquetschung, war stundenlang
bewusstlos gewesen, wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus von Mytilini gefahren und ist gegen Mitternacht wieder entlassen worden. Und die Mutter saß am nächsten Tag hilflos in meinem Zelt und hat mir einen englischsprachigen Schrieb, was sie machen soll. Der Junge hatte schwere Kopfschmerzen. Also das wäre ein Fall, das ist unmöglich. So jemanden, der stundenlang bewusstlos gewesen ist, müssen sie klinisch überwachen auf der Intensivstation. Und sie müssen auch ein CT machen. Sie haben nur eine normale Röntgenaufnahme des Schädels gemacht. Und das ist hochbrisant für etwas. Also sie sind praktisch so limitiert von den Verhältnissen, dass sie nichts machen können. Das ist der Unterschied zum Schiff. Da können sie alles machen, was sie können. Wozu sie in der Lage sind. Ja gut, genau. Aber wir sind auch so weit limitiert, dass wir eben ein Schiff sind und dass sich alles die ganze Zeit bewegt. Also das ist quasi beschränkte medizinische Mittel, die man hat. Wir haben natürlich auch, wir sind medizinisch ausgestattet und haben quasi alles für die Ersthilfe dabei. Aber das ist es eben, wir haben alles für die Ersthilfe dabei und mehr können wir dann tatsächlich auch nicht machen. Wir tun, was wir können. Wir haben immer einen Arzt oder eine Ärztin mit an Bord. Also eine dieser 7 Positionen ist immer Arzt oder Ärztin und wir haben meistens noch jemand Zweites, der auch in irgendeiner Weise medizinischen Hintergrund hat. Aber ja, es ist wirklich sehr beschränkt, was man auf dem Schiff machen kann. Und wenn man da schwerere Verletzungen mit dabei hat, ist es immer eine Abwägung, wie man mit dieser Person jetzt am besten umgeht, ob man die möglichst schnell an Land bringt oder ob man quasi den sicheren Hafen, den man ja dann anfragen muss, noch mal ein bisschen herauszögert, dafür aber diese eine Person durch einen Medevac schon evakuieren lässt, dafür aber dann vielleicht die anderen Leute etwas länger an Bord haben muss. Also es ist immer eine wahnsinnig schwere Abwägung, was für alle das Beste ist und wie man in dieser Situation tatsächlich agieren und reagieren muss. Sie haben ja gerade gesagt, auf dem Boot bewegt sich natürlich alles. Welche Rolle spielt denn da die Seekrankheit? Sowohl bei den Crewmitgliedern als auch bei den Geflüchteten, die dann an Bord kommen. Die Seekrankheit ist ein enormes Problem. Es gibt Menschen, die sehr, sehr gut sich anpassen können, nach einigen Stunden sich umstellen können. Da gehöre ich zum Glück dazu. Also ich bin in der ersten Nacht, habe ich noch Probleme oder nicht mehr. Aber es gibt Menschen, die die ganze Mission über das nicht bewältigt bekommen. Da kann man keinen Vorwurf machen, das ist keine Willensfrage, sondern es ist einfach eine Frage des Gehirns, wie es mit diesen Bewegungsinformationen umgehen kann. Und bei den geretteten Menschen ist es besonders kritisch, weil sie dann nicht essen können, nicht trinken können. Es ist heiß an Bord, im Sommer zumindest, und sie drohen auszutrocknen. Und wir hatten auch teilweise Mütter, die ihre Kinder nicht mehr versorgen konnten, mussten wir dann die Flasche geben und die Kinder windeln. Und ist dann die Crew ist für alles da, sozusagen für die Rundumversorgung. Ja, das kommt zu der dramatischen Situation in so einem überfüllten Boot, in dem man wahrscheinlich auch, also meistens nicht genug Nahrungsmittel, meistens nicht genug Wasser dabei hat, dann noch dazu, dass Seekrankheit natürlich dazu führt, dass man noch weiter dehydriert und noch weiter wichtige Mineralien verliert. Also das ist schon ein sehr großes Problem und das macht ja auch was mit dem Kopf. Also ich werde zum Beispiel auch seekrank. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es auch mental einfach eine echte Belastung ist, wenn man tagelang sich so fühlt und tagelang sich ständig übergeben muss, dass man irgendwann einfach keine Lust mehr darauf hat. Und ich habe natürlich die medizinischen Mittel bei uns an Bord, dass ich dementsprechend Tabletten nehmen kann und so weiter. Aber die Menschen auf den Booten, die haben das nicht. Die sind dem einfach ausgesetzt. Die können nichts tun. Also wir holen die Menschen aus den Booten, den Seenot, die sind schon seekrank. Die kommen seekrank an Bord. Mhm. Ja. Wie ist denn generell die Stimmung an Bord? Wie würden Sie das beschreiben? An Bord der Boote, die wir finden? Ich meinte jetzt eher auf dem Boot, wenn zum Beispiel gerade eine Rettungsaktion abgeschlossen ist, also wenn Sie dann auf dem Rettungsschiff wenn wir Menschen an Bord genommen haben. Genau. Ganz unterschiedlich. Also man merkt aus meiner Erfahrung immer so eine Welle der Erleichterung. Aber das passiert bei allen Leuten so ein bisschen unterschiedlich. Also erstmal, meistens gibt es erstmal so ein Jubel, wenn sie eben gefunden werden. Also wenn wir bekannt gemacht haben, dass wir unter deutscher Flagge fahren, dass wir aus Europa kommen, dass wir nicht sie nach Libyen zurückschicken, dann ist erstmal so diese erste Angst, die abfällt und dann ist eine große Erleichterung. Und dann ist aber natürlich nochmal eine große Anspannung, bis sie dann, also
bei uns läuft das auch nicht immer so, dass wir sie an Bord nehmen. Meistens lassen wir sie von einem größeren Schiff abretten, eben weil wir so limitierte Plätze haben. Aber wenn wir die Leute tatsächlich an Bord nehmen, dann ist das auch nochmal einfach eine große Anspannung, weil wir nicht alle gleichzeitig an Bord nehmen können. Das heißt, wir müssen mit unserem Beiboot immer wieder Touren fahren und dann haben logischerweise alle erstmal Angst, dass die vielleicht vergessen werden oder dass sie vielleicht zurückgelassen werden. Also da ist da einfach, es geht ja ums Überleben und da ist ganz viel Angst mit im Spiel. Und wenn dann alle an Bord sind und erstmal so die, ich sag mal so die Basics, ne? Also wenn Essen, Trinken und Seekrankheit so ein bisschen abgemildert sind, weil man entsprechende Medikamente geben konnte, weil man sie versorgen konnte, dann setzt meistens eine erste Erleichterung ein. Ich finde es immer ganz, ganz schön zu sehen, wenn die Kinder wieder anfangen zu spielen. Also wenn die dann irgendwie, wir haben meistens auch Spielzeuge dabei, und wenn sie tatsächlich so ein bisschen wieder, also spielen ist ja immer so ein Zeichen von, man fühlt sich wohl, sowohl man sich eben fühlen kann auf so einem bewegenden Boot. Und das kann aber auch ganz schnell wieder kippen, eben wenn man in so einem Standoff ist. Wir waren auch schon in diesen Standoffs und das Schiff eben nicht mehr weiterfährt, dann ist es ganz schwer zu verstehen. Also jemand, der gerettet wurde, der hat natürlich ein Ziel vor Augen und der möchte natürlich dahin. Und wenn man dann einfach nur noch im Wasser dümpelt und nicht mehr weiterfährt, dann hinterfragt man natürlich diese Rettung und was das denn eigentlich gerade soll. Und da kann natürlich auch die Stimmung ganz schnell nochmal kippen, weil man da so sehr vor Augen gehalten bekommt, dass Europa einen eigentlich nicht haben möchte. Mhm. Ja. Es werden ja immer wieder zivile Rettungsschiffe behindert oder an der Einfahrt in den Hafen gehindert. Wie oft mussten Sie denn jetzt schon solche Erlebnisse machen? Also mein erstes Erlebnis habe ich ja schon geschildert. Das war mit der Lifeline im Juni 2018. Ich habe dann bei meiner dritten Mission auch wieder mit einem kleineren Lifeline-Schiff im August 2019 auch wieder ein Standoff vor Malta erlebt. Da hatten wir 104 Menschen an Bord auf einem 25-Meter-Boot, die zum Glück alle in einem sehr, sehr guten Zustand waren, also gesundheitlich waren nicht. Also viele Menschen, die länger in Libyen sich aufhalten, sind völlig unterernährt, haben Folterspuren in den dortigen Lagern und die waren in sehr gutem gesundheitlichen Zustand alle. Sie waren alle kräftig, sie waren gut ernährt, sie waren nur kurz in Libyen und sie waren einem unglaublichen Mut. Also der Spirit von diesen Menschen war unglaublich. Die haben auf größter Enge zusammengehalten über Tage. Allerdings hatten wir ein ruhiges Meer. Das Meer war wie ein Baggersee, so ruhig. Und wir sind in Sichtweite von Malta gedümpelt, quasi auf dem Meer gedümpelt. Und das war auch ein besonderes Erlebnis. Also die haben sich auch Unterhaltungsprogramme gemacht, die haben Gitarre gespielt, die haben Dinge aufgesagt und das war wirklich, die haben sich selbst beschäftigt quasi mit unserer Unterstützung und haben uns als Crew auch von unserem Spirit hochgehalten. Ja. Die haben uns so inspiriert selbst, diese Menschen, dass wir auch gut drauf waren. Ja, das ist immer, das geht so in beide Richtungen, ne? Also wir sind natürlich dann auch sehr beschäftigt damit, in alle Richtungen zu kommunizieren, was da gerade passiert, versuchen die Politik einzubinden und so weiter und eben diese Einfahrtgenehmigung zu bekommen. Und dann kommt da ganz, ganz viel zurück und wir werden ganz oft daran erinnert, so hey, ess doch auch noch mal was oder man setzt sich kurz. Also ich gehe tatsächlich dann teilweise so kurz zur Erholung, zum Durchatmen auf Deck und setze mich dazu und sitze einfach ein bisschen in der Mitte mit denen und man unterhält sich und das geht wirklich in beide Richtungen in dem Moment. Stichwort Politik. Die Seenotrettung soll ja wohl auch von deutscher Seite aus noch weiter eingeschränkt werden. Das Bundesverkehrsministerium unter Volker Wissing plant eine Verschärfung der sogenannten Schiffssicherheitsverordnung, was dann ja sehr viele Teile der zivilen Seenotrettung betreffen würde, weil dann deutlich höhere Sicherheitsauflagen anfallen. Was genau würde das denn konkret für Seenotrettungsschiffe unter deutscher Flagge bedeuten? Es würde bedeuten, für Schiffe, die länger als 24 Meter sind, die Sicherheitsstandards von Frachtschiffen zu übernehmen. Das würde bedeuten, dass die NGOs, die ja
sich alleine durch Spenden finanzieren. Der Bund hat, glaube ich, jetzt ein bisschen in neuerer Zeit auch etwas Unterstützung gegeben, finanzielle Unterstützung gegeben, erheblich höhere Kosten und Einbauten, die wir machen müssten auf den größeren Schiffen. Es ist so, dass die NGOs im Moment dabei sind, sanitäre Bedingungen zu verbessern, Unterbringungsbedingungen zu verbessern, weil bislang die Schiffe auf offenem Deck die Menschen untergebracht hat. Zwar mit gewissen Planenschutz oder so, aber viel zu wenig Toiletten, so Dixi-Klos, die dann an der Seite montiert werden, die einfach nicht ausreichen. Und die neuesten Schiffe, die in Vorbereitung sind von den NGOs, die Sea-Watch 5 zum Beispiel oder auch von CI, die sind deutlich besser ausgestattet, weil wir einfach sehen, dass wir die Menschen länger an Bord halten müssen oder auch versorgen müssen an Bord. Und da werden die Einrichtungen verbessert. Das kostet viel Zeit für die NGOs und viel Geld. Und andererseits sind die Spendenaufkommen rückläufig für die NGOs, weil ganz andere Themen im Vordergrund stehen. Medial ist der Ukraine-Krieg im Vordergrund oder das Erdbeben in der Türkei. Alles Punkte, wo wir ja auch unsere Spendenbereitschaft brauchen. Ja. Aber die Seenotrettungs-NGOs sind zurzeit finanziell unter Druck. Ich glaube tatsächlich, dass es auch noch kleinere, also die 24 Meter, da bin ich mir gerade nicht sicher, weil ich weiß, dass die Nadia auch betroffen wäre. Und wir sind 19, 20 Meter lang. Das Problem ist eben, dass es so viele deutsche NGO-Schiffe betrifft und dass die auch ganz klar angesprochen werden. Also dass auf der einen Seite im Koalitionsvertrag steht, man möchte die zivile Seenotrettung unterstützen, und dann kommt aber auf der anderen Seite aus dem Verkehrsministerium sowas, was einfach gar nicht stemmbar ist von den NGOs. Das ist ja ein kompletter Widerspruch in sich und würde für uns, also für die Nadir würde es erstmal bedeuten, dass wir nicht mehr rausfahren könnten, dass wir komplett blockiert wären, weil das so viel finanziellen Aufwand bedeuten würde, diese Umbauten. Das können wir nicht stemmen. Mhm. Okay. Und Sie waren dann quasi vor den Folgen dieser Änderung, die da vielleicht kommen soll oder die das Verkehrsministerium plant. Jetzt gibt es ja noch ganz andere Probleme an den EU-Außengrenzen. Sie haben vorher die illegalen Pushbacks erwähnt. Was würden Sie denn der EU-Kommission sagen, wenn Sie ihr direkt was sagen könnten? Ich würde sagen, Seenotrettung muss sein. Wir dürfen nicht akzeptieren, nur einen Menschen ertrinken zu lassen. Und das ist ein absolutes Gebot aus meiner Sicht. Und das tut die EU nicht. Sie kooperiert mit Libyen, mit einem Failed State, also einem Staat, der eigentlich gar nicht existiert, wo es keine Rechtssicherheit gibt, keine Bedingungen. Das hat er kürzlich aus der UNO festgestellt, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit erfolgen und dass die EU Komplizin ist für diese Verbrechen. Und das ist ein schwerer Vorwurf von der UN erhoben worden kürzlich. Auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags hat vor Jahren schon ein Gutachten erstellt, das die unmenschlichen Bedingungen in Libyen aufgezeigt hat. Und die sind nicht besser geworden. Wir nehmen an, dass etwa 600.000 Menschen in Libyen feststecken. Unter unglaublichen Bedingungen. Frauen werden vergewaltigt, auch Männer. Es findet Folter statt. Es wird Geld erpresst mit Folterungen. Also wenn die Milizen, die da diese Lage betreiben, oder die Privatpersonen, die Verbrecher eigentlich, wenn die Geld haben wollen, dann lassen sie ein Handy laufen, ein Video. Das geht dann an die Angehörigen und die schicken da neues Geld. Ich hatte auf der Lifeline auch einen jungen Mann aus dem Sudan, der einer solchen Tortur unterzogen wurde, Wochen davor. Er hatte eine Lungenquetschung, er hatte noch Folgen davon. Er war völlig abgemagert, er war völlig verzweifelt. Wir haben ihn dann in dieser Woche auf der Lifeline, hab ich ihn gesund gepflegt. Ich habe geguckt, ob das ein infiziertes Erguss in der Lunge ist durch Punktion. Es war nicht infiziert, habe ich gesagt, ich kann ihn behalten, ansonsten hätte ich mit Evac gemacht natürlich. Und er hat dann Zusatznahrung bekommen. Wir haben ihn Vibrationsmassage gemacht und abgehustet und richtig behandelt. Und er hat wieder Lebensmut gefasst in diesen Tagen. Und er hat vorher Schreckliches erlebt im
libyschen Folterlagern. Das Problem ist ja, dass das alles dokumentiert ist. Also wenn wir jetzt quasi Richtung EU was sagen wollen, die ganzen Forderungen, da muss man bei der Seebrücke schauen, das steht alles. Das ist also die ganze NGO-Community, wir haben schon zigfach Forderungen gestellt und gesagt, entweder, also eigentlich bräuchte es eine EU-finanzierte Seenotrettung. Eigentlich ist es fahrlässig, das Zivilisten zu überlassen. Aber wenn es die schon nicht gibt, dann sollte eigentlich immerhin die zivile Seenotrettung unterstützt werden und nicht noch blockiert werden. Aber stattdessen werden per Frontex illegale Pullbacks unterstützt, in Griechenland Pushbacks. Die Libyer werden ja auch finanziert, die werden ausgebildet. Also das ist alles dokumentiert, das sind alles keine Geheimnisse. Und die Forderungen bringen aber herzlich wenig. Also wir wurden zum Beispiel auch vom Verkehrsministerium, wurden einige NGOs eingeladen, um eben über diese Schiffssicherheitsverordnung zu sprechen. Wenn die jetzt trotzdem so rausgegeben wird, wie sie geplant ist, dann sieht man ja auch wieder, was es gebracht hat. Also dann ist es umso schlimmer, wenn wir gesagt haben, was das für Konsequenzen hat. Also vielleicht davor hätten sie sich entschuldigen können, hätten sagen können, okay, wir haben die Konsequenzen nicht gesehen. Jetzt haben wir ganz klar aufgezählt, was es für Konsequenzen hätte für die zivile Seenotrettung. Wenn das trotzdem jetzt so rauskommt, dann ist es eine ganz klare Botschaft, was die zivile Seenotrettung für einen Stellenwert hat. Das ist wahrscheinlich ja auch sehr frustrierend, wenn man sieht, dass es alles gut dokumentiert und trotzdem ändert sich sehr wenig oder gar nichts. Und damit würden wir jetzt auch schon zu meiner letzten Frage kommen. Was motiviert Sie denn trotzdem weiterzumachen? Ja, gerade das motiviert. Also mich persönlich motiviert genau gerade diese Frustration, weil ich das so nicht auf mir sitzen lassen kann. Also solange Menschen im Mittelmeer sterben, müssen wir was dagegen tun. Also jeder Tod ist ein Tod zu viel im Mittelmeer. Ganz, ganz einfach. Das ist auch meine Motivation natürlich, aber man muss natürlich auch den Blick weiten. Wir haben noch eine fast noch viel schlimmere Situation in der Sahara. Da sterben die Menschen, ohne dass wir es sehen. Ja. Und wir müssen froh sein, dass im Mittelmeer Augen sind von den NGOs hauptsächlich, die das auch weitertragen, wie du gesagt hast. Und wir werden auch von Presse, internationaler Presse unterstützt. Zum Beispiel der Spiegel hat eine Recherche zusammengefügt, ein Kollektiv zusammengefügt, international, und hat die Dinge auch sehr gut dokumentiert. Also die Dokumente sind unzweifelhaft, aber dennoch wird zum Beispiel von Griechenland gesagt, das gibt es nicht. Ja. Das sei alles Propaganda. Ja. Also Griechenland ist ein EU-Mitgliedstaat, aber er funktioniert nicht wie ein EU-Mitgliedstaat, da muss man eindeutig sagen. Aber es wird toleriert von der Europäischen Union. Das ist das Ausgangspunkt. Genau so, also das ist ja an allen Außengrenzen. Ne? Ja. Also man weiß, was an der kroatischen Grenze passiert, man weiß, was an der polnischen Grenze passiert. Also es ist alle Grenzen in Calais, in Frankreich. Es ist alles kein Geheimnis eigentlich. Vielleicht zu Ihrer Eingangsmoderation. Die UN hat kürzlich erst veröffentlicht, dass 70% aller Toten auf der Migration an der EU-Außengrenze passiert. Weltweit. 70% aller Toten weltweit passieren an der EU-Außengrenze. Mhm. Ich würde mal die Frage an die Zuschauer stellen, was sie sagen würden, wenn sowas an der mexikanischen USA-Grenze stattfindet, was bei uns stattfindet. Da wäre der Protest da, aber wir vergessen das scheinbar. Mhm. Und das ist skandalös. Ja. Obwohl es auch im Koalitionsvertrag Erik Marquardt, der grüne Abgeordnete im Europaparlament, hat das wesentlich Kapitel 3-4 Seiten im Koalitionsvertrag ausgearbeitet. Sehr gut für die Seenotrettung, aber es wird nicht umgesetzt. Ja. Ich glaube, das war ein sehr guter Aufruf von Ihnen auch an das Publikum, das Thema nicht zu vergessen. Und da weiterhin aktiv zu bleiben und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Von daher danke Ihnen beiden für die spannenden Einblicke. Es war wirklich sehr interessant. Und liebes Publikum, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie aus diesem Talk sehr viel mitnehmen konnten. Und wenn Sie sich weiter zum Thema Seenotrettung informieren möchten, dann können Sie das selbstverständlich auf den Seiten von den NGOs tun, zum Beispiel Sea-Watch, Mission Lifeline oder Rescue Ship oder auch bei der UNO-Flüchtlingshilfe. Dann wünsche ich Ihnen noch weiterhin einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.